Ja, Dirk, komme ich mit klar? Setzen wir so um? Ja. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir die Absauger an, wegen der Frischluftzufuhr, und dann ballern wir los. Hallo. Hallo. Was machst du hier? Ich muss hier noch eine Schutzkleidung. Ich säge. Wozu brauchen wir denn Schutzkleidung? Ja, es ist hier ein gefährlicher Arbeitsplatz. Hier sind schwere Sachen drin, die einfach auf den Fuß fallen. Man sieht ja schon mal einen Asphaltkasten drin. Auch wegen dem Meer, Gehörschutz. Das wusste ich nicht. Kein Problem. Und woran arbeitest du jetzt hier gerade? Ich säge gerade Befestigungswinkel für die Rahmen, die Kollegen da hinten zusammenschrauben. Da kommt ein Loch rein. Mit ein Loch reingebohrt und in den großen Rahmen festgeschweißt. Das ist ein Bühnenstück, das heißt Orfeo. Und das ist das erste Mal, dass Puppenspiel, Ballett und die Oper zusammenspielen. Okay. Die Rahmen sind so groß wegen der Corona-Pandemie, damit die Darsteller auf der Bühne einen ausreichenden Schutzabstand zueinander haben. Baut ihr irgendwie nach Plan oder macht ihr das einfach so? Nee, da gibt es dann den Bühnenbildner, der gibt uns dann Zeichnungen. Hier sieht man erst mal, wie das nachher fertig aussehen soll. Das sind jetzt diese Rahmen. Oben kommt noch ein Geländer drauf. Und das ist eine Einzelteilzeichnung mit der Bemaßung, wie hoch das ist. Wie breit und wie das aufgeteilt wird. Und wie lange schätzen Sie, wie lange Sie dafür brauchen? Also das ist jetzt eine Arbeit für eine gute Woche. Das sind 24 Rahmen, die müssen alle gesägt werden, da müssen Winkel vorbereitet werden, es muss gebohrt werden, eingerichtet werden. Das dauert schon eine Woche. Aber das hier ist doch jetzt, das ist jetzt Holz, ne? Nee, das ist kein Holz, das ist auch Aluminium. Das ist nur so schön angemalt, diese Holzoptik. Das machen die Kollegen in der Arbeit. Okay, und wer arbeitet dann mit dem Holz? Das ist die Schreinerei, die ist da drüben. Ja, dann gehen wir mal da. Sollen wir da mal hingehen? Ja, vielen Dank. Dankeschön. Mal. Gerne. Tschüss. Tschüss. Arbeitssicherheitsausrüstung. Ach so, man trägt hier auch Arbeitssicherheitsausrüstung. Immer, überall, in allen Werkstätten. Grundvoraussetzung. Ah, okay. Ja, das haben wir vergessen. Okay. Aber was machen Sie hier gerade? Ich baue ein Bühnenbild, ein Stück von einem Bühnenbild. Namens The Black Rider. Kann ich das hier mal zeigen? Ah, also habt ihr auch Pläne? Wir haben auch Pläne. Ohne Plan geht gar nichts. Ne? Okay. Man kann das nicht alles hier provisorisch und improvisieren, sondern man muss alles ganz genau festlegen, damit es unten auf der Bühne auch passt. Weil sonst gibt es Chaos. Ja. Und ihr arbeitet jetzt nur mit Holz? Wir arbeiten jetzt hier nur mit Holz, genau. Wir sind hier die Schreinerei und wir arbeiten hier ausschließlich mit Holz. Mhm. Kann sein, dass mal von den Schlossern drüben eine Unterkonstruktion rüberkommt aus Metall. Die belegen wir dann mit Platten. Aber im Großen und Ganzen haben wir nur mit Holz was zu tun. Und das ist ja riesig. Machen Sie das alleine oder haben Sie ein Team, womit Sie das also machen? Im Grunde genommen bilden wir immer Zweierteams. Wir sind jetzt etwas unterbesetzt momentan, also wir sind 4 Leute, die hier arbeiten, bilden dadurch immer 2 Zweierteams. Da oben ist der Chef noch, der überwacht das Ganze, dass auch alles so ist, wie es sein soll. Ja, und viele Sachen kann man halt alleine gar nicht bewerkstelligen, weil man halt schwer heben muss und zu zweit ist das alles viel einfacher. Ja. Und was ist das jetzt hier? Das ist eine Formatkreissäge. Das ist die Formatkreissäge, damit schneiden wir unsere Hölzer auf Maß. Und da ist natürlich auch wieder das oberste Credo ist die Arbeitssicherheit.
Also sprich, dass die Abzugshaube immer ganz weit unten ist, dass alles fest ist. Die Finger müssen immer mindestens 12 cm vom Sägeblatt weg sein. Und dann wird daran gearbeitet und die Teile werden damit gefertigt, die dann letztendlich da zusammengebaut werden und wodurch das große Ganze entsteht. Dadurch, dass es eine Fertigungsstraße ist, endet es bei den Malern. Die machen halt das Finish, die Oberfläche wird nochmal behandelt, damit auch alles unten so ist, wie es sein soll. Und das ist halt die letzte Station. Könnt ihr gerne mal gucken. Ja, dann gehen wir auf jeden Fall dahin. Letzte Station hört sich gut an. Alles klar. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Kein Problem. Ciao.